Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Debatten um Kinderehen in unserem Land wecken seit Monaten Emotionen. Die Gründe liegen auf der Hand. Es geht um den Schutz von Minderjährigen, es geht um die Frage des Kindeswohls, es geht um den Schutz von Frauen und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um eine banale, ganz nackte Frage, die am Ende der Debatte im Raum steht, nämlich, wenn Tausende von Menschen in unser Land kommen, welche Regeln gelten? Und ich will die Antwort vorwegnehmen. In einem Rechtsstaat, in unserem Staat, kann die Antwort nur lauten, unsere Regeln gelten. Und ich möchte davor warnen, dass wir jetzt in der Debatte versuchen, dieses Problem zu relativieren, es mit wortreichen Argumenten, wie jetzt von der Opposition, kleinzureden. Kollege Fechner hat vorhin die Zahl genannt, wie es in Flüchtlingslagern ausschaut. Und Stand September 2016 waren im Ausländerzentralregister 1.475 minderjährige Menschen verheiratet, davon 994 zwischen 16 und 18, 120 zwischen 14 und 16 und sage und schreibe 361 unter 14, also Kinder. Unsere Regeln gelten. Die Rechtslage in unserem Land sieht bisher so aus, ehemündig mit 18. Unter 16 kann wirksam keine Ehe geschlossen werden und über 16 und unter 18 nur mit Genehmigung des Familiengerichts im Einzelfall. Und ich bin froh, dass der vorliegende Entwurf genau diesen Ansatzpunkt dem Grunde nach aufgreift und beschreibt, dass Ehen unter 16 grundsätzlich nichtig sind und zwischen 16 und 18 aufhebbar. Justizminister Heiko Maas hat am Anfang geworben für die Aufhebungslösung. Danach sollten Ehen von Kindern zunächst einmal Geltung beanspruchen und eine Aufhebung sollte im Einzelfallverfahren dann überprüft werden. Aber ich glaube, und das will ich Ihnen im Fortwährenden nun zeigen, dass die Nichtigkeitslösung die einzig zwingende Konsequenz sein kann, wenn wir uns mit der Herausforderung in dieser Größenordnung tiefer beschäftigen und wenn wir den Fokus auf das Thema Kindeswohl und auf den Schutz junger Mädchen legen. Das Argument für die Aufhebungslösung ist immer die, ja, es sind ja Folgefragen dann im Raum, wie zum Beispiel Unterhaltsansprüche, Erbschaftsansprüche, und deren würde die Frau verlustig gehen, wenn wir von Anfang an von der Nichtigkeit ausgehen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fälle oder diese Diskussion ist doch im Wesentlichen wahrscheinlich theoretischer Natur, weil die Ehen, die wir im Auge haben, und die Konstellationen, denen wir begegnen wollen, sind doch vor allem die Fälle, wo vor allem Flüchtlinge ohne Hab und Gut in unser Land kommen und wo sich auch die Unterhaltsfrage nicht ernsthaft stellt, weil all das ja im Wesentlichen von der öffentlichen Hand übernommen wird. Und ich glaube auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Signalwirkung der Nichtigkeitslösung nicht unterschätzen sollten. Und dann beschäftigen wir uns doch mal mit einem möglichen Aufhebungsverfahren. Es gibt Experten, die sagen, ein Aufhebungsverfahren könnte zwischen 3 und 6 Monaten dauern. Und zwar allein schon deswegen, weil die Zuständigkeit deutscher Gerichte erst mal nach 3 bis 6 Monaten begründet ist. Der gewöhnliche Aufenthalt muss nämlich in Deutschland begründet sein und dazu sieht die Rechtsprechung vor, eine Aufenthaltsdauer von 3 bis 6 Monaten. Und so lange soll die Ehe eines Kindes in unserem Land fortbestehen unter Fortbestand aller ehelichen Rechten und Pflichten. Und deswegen bin ich dem bayerischen Justizminister Winfried Bausbach sehr dankbar, dass er während der ganzen Debatte auch diese schwierige Diskussion weiterhin angefacht hat und auch der schwierigen Frage nicht aus dem Weg gegangen ist und immer wieder Werbung gemacht hat für die Nichtigkeitslösung, die in meinen Augen das einzig richtige Signal ist. Und ich will Ihnen am Ende meines Redebeitrags auch sagen, dass ich schon die Hoffnung habe, dass wir auch im parlamentarischen Verfahren uns mal vor Augen führen, ob wir uns nicht sogar mit einer Nichtigkeitslösung anfreunden könnten in der Altersspanne zwischen 16 und 18. Wenn die Ehe in einem Land geschlossen worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir heute schon ausschließen können, dass dort ein ausreichender Schutz von Frauen gewährleistet ist. Wenn heute ein Mädchen verheiratet wird mit 16 in einem Flüchtlingslager oder in Syrien oder in Afghanistan, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir ehrlich, da können wir in 99,9% der Fälle ausschließen, dass das eine freiwillige Eheschließung ist, sondern die junge Frau wird durch gesellschaftliche Konventionen und durch religiöse Erwartungen in diese Ehe gezwungen. Und ich glaube, dass wir dafür die eindeutige Antwort der Nichtigkeit parat haben sollten. Ich freue mich.
auf die weiteren parlamentarischen Beratungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mit